Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Overwatch. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich krank. Ich war jetzt vergangenes Wochenende extrem krank. Aber befinde mich auf dem Weg der Besserung. Ich hatte eine starke Männergrippe. Einige Männer fragen wahrscheinlich jetzt, ja, wann ist deine Beerdigung? Ich habe es aber zum Glück überlebt, Leute. Der Livestream wird auf jeden Fall trotzdem stattfinden. 19.30 Uhr, ihr wisst, wie der Hase läuft. Dienstag und Donnerstag. Mein Herr, da sind sie aber ganz schön drauf gewesen, nicht wahr? Wallhacker. Ha. Also der eine kommt jetzt gleich von rechts, den müsste er jetzt ja sehen. Ich würde sagen, da war... Okay, da ist er aber echt ganz schön auf dem Model drauf, ne? Oh mein Gott, alles klar. Aim-Unterstützung, Wall-Unterstützung. Wartet mal kurz, wir müssen noch mal ganz kurz reingucken. Ihn knifet er jetzt, okay, der ist tot. Von hinten kommt der Letzte, müsstest du doch eigentlich wissen, du Fickfrosch. Oh, wenn er damit der Scout weitermacht, dann ist das natürlich extrem obvious, ne? Komm. Guck mal, er wartet, guck mal, er wartet. Oh Gott, was für ein Arsch. Also Wallhack ist, denke ich, ziemlich sicher. Er hat gesehen, dass er noch nicht in Kitchen drin ist und wollte darum mit der Granate gezogen zu ihm hin, näher zu ihm hin, dass er ihn natzen kann. Ja. Ihr könnt euch für den Livestream schon mal drauf gefasst machen, dass ich sehr viel trinken werde und dann dauernd aufs Klo rennen. Das ist so mein Tipp an alle, die erkältet sind. Trinkt einfach wie Wasserbüffel. Ich weiß nicht, ob Wasserbüffel viel trinken, aber die haben Wasser im Namen. Die trinken bestimmt viel. Die Mates schießen ihn schon an. Ich denke, sie wissen Bescheid. Spüren, dass er ein Bastard ist. Habt ihr gesehen, wie er gerade eben noch... Er hat zwar nicht abgedrückt, aber wie er gerade eben noch aufs Model draufgehuscht ist. Holla die Waldfee. Okay, und da hat er gerade eben... Hat er da gerade gebunnyhoppt? Habe ich es richtig gesehen? Nee, das war ganz normal. Das war... Wenn ich mich an meine Bunnyhop-Zeit erinnere, also wo ich wirklich bei Source richtig gebunnyhoppt habe, sah es genauso aus. Verhindern diverse Server-Einstellungen Bunnyhops? Wow. Bei CSGO? Ich kenne mich da echt... Ich habe mich damit noch nie wirklich befasst mit Bunnyhops. Seit Source. Ja, er macht dann schon echt die krassen... Guck mal, er weiß auch, dass unter ihm der Gegner ist, ne? Er weiß es. Und er verdeckt es so unglaublich schlecht, jetzt ist er down. Also, Aim ist auf jeden Fall on der Stissel. Und der Wallhack, denke ich auch. Guck mal, er weiß auch, dass da der letzte Gegner ist. Ja, naja, ja. Das ist ein richtiger Ficklurch. Ihm wünsche ich die doppelte Männergrippe an den Hals. Ich weiß, alle denken jetzt, wow, bist du wahnsinnig. Eine Männergrippe ist schon so, als würde man alle 3 Minuten ein Kind gebären. Ich weiß. Aber ich wünsche ihm 2 Kindergrippen und AIDS-Pickel an den Hals. Und auch woanders hin. Guck mal, wie er guckt. Oh, der kommt gleich da hoch. Der Kerl ist eine Pisswurst. Der ist echt... Es widert mich richtig an, wenn ich den hier so sehe. Ja, da ist er weg. Ja, da hinten ist noch einer und den Connector. Ich hoffe, ich störe es nicht, wenn ich die Nase hochziehe. Ich habe jetzt hier gar keine Taschentücher rumliegen. Ich werde es lassen. Ich lasse einfach raustropfen, so. Okay. Komm schon, Dick. Gönne Dick. Nee, wie er richtig hängen geblieben ist in seinem Aimbot. Der kleine Bastard. Aim-Unterstützung. Suspekt riecht nach Scheiße. Ja. So ist es, ne, wenn man krank ist. Ich bin letzte Woche direkt nach dem Stream krank geworden. Das hat eigentlich ziemlich gut gepasst. Ich glaube, bis auf heute habt ihr davon auch nichts mitbekommen. Außer ihr schaut auch bei Big Wallen rein, was ihr auf jeden Fall machen solltet. Da haben wir, da gibt es eine Wingman-Folge. Die hat er gerade gestern, glaube ich, hochgeladen. Oder vorgestern, ich glaube gestern. Da hört man mich halt, wie ich ultra krank bin. Die haben wir am Sonntag, glaube ich, aufgenommen. Oder am Montag. Und da hing ich noch ziemlich drin, also auch stimmlich. Ich habe, glaube ich, sonntags so über den halben Tag gar keine Stimme gehabt. Und abends ging es dann. Ja, und da huste ich die ganze Zeit rum und höre mich an wie der Nikolaus, also. Aber ich denke, ich konnte das hier ziemlich gut vertuschen, weil ich von bereits aufgenommenen Videos leben konnte. Ich hätte auch für heute noch eins gehabt, aber das wäre ein Pistol Hero gewesen und ich will eigentlich die nächste Pistol Hero Folge erst morgen bringen und einfach nur vom Upload-Rhythmus her sollte heute wieder ein Overwatch kommen, oder? Ich glaube schon. Ja, auch hier ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ihr seht oder merkt, dass diese Overwatches nicht geschnitten sind. Ihr seid höchstwahrscheinlich über das Giveaway gekommen, was aber auch nicht tragisch ist, gar kein Problem. Solange ihr schön hier bleibt. Hier. Und, ne? Also nicht nur abonnieren wegen dem Giveaway, sondern, oder am besten gar nicht abonnieren wegen dem Giveaway, sondern wegen mir, wegen den tollen Videos, wegen dem verschissenen Suspect, der hoffentlich bald AIDS-Pickel bekommt. Ja, also willkommen an euch.
Freut mich, dass ihr auch zu diesem Video gefunden habt. Dass ihr euch da durchhangelt an den Videos oder entlang hangelt. Sicherlich auch, um was zu gewinnen, weil im Moment gilt ja für das YouTube-Giveaway, man soll aktiv sein und Kommentare schreiben. Natürlich ist der Gedanke dahinter, ich denke, das muss ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich bin ja offen, dass sich auch ganz neue Leute, vielleicht so etwas gezwungenermaßen, die Videos anschauen müssen und sich dann damit identifizieren können. Mit meinem Charakter oder mit den Videos, wie auch immer. Und dann, diesen Content zu lieben beginnen. So war es ja auch bei den Livestreams. Ja, ich habe extrem viele Livestream-Zuschauer und auch Abonnenten, Follower gesammelt mit Giveaways. Weil ich natürlich, am Anfang kommen die Leute, um da was zu gewinnen. Aber sie bleiben, weil man sie überzeugen kann mit seinem Content. Und das ist tatsächlich nach wie vor, nicht mehr so wie früher, aber nach wie vor ein guter Weg, um aktive Abonnenten gewinnen zu können. Es kommen zum Beispiel 200, also unter 200 Leuten sind dann 5 oder 10 richtig gute aktive Abonnenten. Der Rest sind Skingeier oder irgendwelche Vollidioten halt. Oder Leute, die halt nur so halb zugucken. Was macht er denn? Hat er keine Maushand mehr oder was? Die AIDS-Pickel wachsen schon an der Maushand, deswegen konnte er gerade nicht gucken. Ja. Es ist tatsächlich, ich finde auch ein recht legitimer Weg, um eben an Zuschauer zu kommen. Gerade weil ich ja auch so viele Skins habe. Also die Skins sind ja, ich bekomme die Skins ja von euch, um sie wegzugeben. Und ja gut, Bunnyhop. Ich hab's jetzt gesehen. Ich hab's jetzt gesehen, schreit nicht. Er hat noch Beanie Hop, oder? Wenn jetzt jemand sagt, er hat keinen Beanie Hop, dann rast ich aus, Leute. Er hat sowas von einem Beanie Hop. Oh mein Gott. Jetzt schreiben alle. Der hat gar keinen Bunnyhop, du Vollidiot. Bunnyhop, du Schönling. Dankeschön. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus. Oh, was ein Bastard. Das hat er sowas von verdient, dieser räudige Bock. Ah, komm, eat it, bitch, eat it. Halt. So, was war ich hier? Ja. Griefing, ich glaube, er hat keinen angeschossen und auch nicht großartig rumgegrieft. Das, oder? Ne. Aber Aim war richtig stark zu sehen. Vision war, denke ich, auch, war auch stark zu sehen. Und diesmal habe ich auch den Beanie Hop gesehen. So. Ja. Ich dachte kurz, ich zeige euch nochmal die Skins, die jetzt rausgehen bei dem aktuellen Giveaway, aber guckt euch einfach das Video an, das kam ja gestern. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Es ist auf jeden Fall die Kartell mit dabei. Beide Kartells. Also die, einmal die AK-47 Kartell und auch einmal die Berettas Kartell. Und noch 8 andere Skins. Also falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt, schaut euch das gestrige Video an. Da gehen die Sachen, da erkläre ich alles. Es ist ein recht cooles Video, keine Sorge. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure tollen Kommentare und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Swaggertron. Gott, bin ich behindert. Cha-ching, Motherfucker, yes, it is.